Und den auch. So, Dekoration hier so, das machen wir gleich noch. So, was war hier? Verkehrswert, ne? Verkehrswert von 240.000. Wir schauen mal, auf was da eben gerade steht, dass wir so einen kleinen Dings haben. Okay, ja gut, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Darlehen muss ja noch zurückgezahlt werden, ne? Ein bisschen was nehme ich jetzt noch auf, aber nicht mehr so allzu lange, eine halbe Stunde maximal. Und dann gehe ich in eine Aufnahmepause. Und ich schätze mal, dass ich bei der nächsten Aufnahme den schaffen werde. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon. Was ist denn das hier überhaupt? Warum hatten die hier keine Stützen links und rechts? Zeig mal her. Nee, das sieht scheiße aus. Das müssen wir nochmal korrigieren. Das sieht ja kacke aus. So, das sieht schon besser aus. Es ist generell alles sehr verwirrend. So, wie sieht das hier aus? Da stehen sie gut an. Perfekt. Mini-Diver. Okay. Dann machen wir nochmal 2 Wochen Mini-Diver. Und 2 Wochen für den Park machen wir ruhig hinterher nochmal. Geld kommt ja eigentlich ganz gut rein, ne? Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Dachte, da haben wir mehr Probleme. Vielleicht, weil wir 2 Eingänge haben, ich weiß es nicht. Ah, Essen geht jetzt auch langsam los. Toilette wurde noch nicht so, ne? Hier sind die auch so komisch. Irgendwie. Passt jetzt, ne? Ja. War hier der Eingang richtig? Ja, da auch. Okay. Nee, hier nicht. So. Sieht doch schon schicker aus. Es kommt als nächstes. Eine Hörtlein-Achterbahn. Kenne ich die? Müssen wir mal gucken. Der Weg ist auch irgendwie komisch hier, ne? Gut, hat jetzt Geld gekostet, aber hat sich nichts verändert. Aber hier waren denn keine Stützen. Es gibt einmal mit und einmal ohne Stützen und ohne Zaun. Und das sieht komisch aus. Auch schön, dass das denn hier so in der Mitte drin ist. Das gefällt mir ganz gut. Hier könnten noch was Kleines hindern. Oh, 2, 4 haben wir jetzt schon wieder. Krass. Gut besucht schon hier die Bahn. Hier auch mega lang die Schlange. Hier auch, aber auch gar nicht übertrieben, ne? Man kann hier auch. Ne, kann man gar nicht. Schlimm, betriebener Start. Okay. Ja, wie lange ist hier die Wartezeit? Wie lange ist denn die Fahrzeit? 23 Sekunden, das ist ja. Wartezeit steht hier, glaube ich, irgendwo auch, oder? Weiß ich nicht. Schauen wir mal hier. 18 Minuten. Das ist lange. Können wir hier irgendwas ändern? Ja. Müssen wir gleich mal gucken. 18 Minuten waren es jetzt. Noch stehen sie bei 18 Minuten. Sollte jetzt mal ein bisschen runtergehen. So auf 16, 14 vielleicht. So, nebenbei mal hier so ein bisschen putzi-putzi. Hier ist alles sauber. Man sieht das so schlecht. Da ist was. Dieses Lachen immer. Da
gar nicht verwirrend. So, eine Hörtlein-Achterbahn. Die hier. Ah ja, doch, die kenne ich. Gut, die sieht natürlich auch Big Twister. 7000. Ich will sie mir nur mal angucken. Alternative könnte möglicherweise nicht wie. Okay. Nur mal gucken, die ist sehr lang. Aber cool. Aber muss nicht unbedingt sein. Die andere ist ein bisschen kürzer. Ja. Also eine Bobbahn wäre auch nicht schlecht, ne? Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland fahren. Ah, da wird schon wieder schwierig, die irgendwo hinzubauen, ne? Hier oben geht, aber die ist jetzt auch sehr groß. Und so Riesenbahnen, so die hier, das sind so die perfekten Größen. Da kriegen wir ein paar hin. Na, hier bildet sich noch keine Schlange. Das dauert noch ein bisschen. Wir gucken mal, was als nächstes kommt. Wenn nicht, beenden wir schon mal die Aufnahme. Ist ja nicht schlimm. Aber ist auf jeden Fall zum Abschluss. Also, was heißt zum Abschluss? Ne? Es ist ja jetzt nicht, sage ich mal, der letzte Park, den wir machen. Eigentlich wollte ich es ja nur pausieren, wenn ich mir aber mal so in den Parks angucke. Aber okay, komm. Wir pausieren erstmal und dann werden wir auf jeden Fall nochmal zwei Parks machen. Dann mache ich halt einfach mal einen Park, wo ich sage, nee. Dann muss ich da halt einfach mal durch, ne? Man kann ja auch nicht immer nur rumjammern. Werbekampagne für den Park ist zu Ende. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Essen und Eistee. 10, 0. Okay, beim nächsten Mal, ne? Also wenn wir beim nächsten Mal reinspringen in der Aufnahme, können wir gleich mal ein paar Essenstände bauen. Hier oben hin, würde ich sagen, ne? So drei Stück. Reicht hin. Gibt es denn hier irgendwas? Ist nur das hier, ne? Mondsaft. Gibt es den hier unten schon? Ja, gibt's schon. Einmal. Verstehe nicht, warum hier Moonjuice steht. Moonjuice One. Und da Mondsaft. Verstehe ich nicht. Diese Pyramiden sind auch nicht schlecht. Ne? Die kosten bestimmt ein Schweinegeld. Die sind einfach gar nicht da. Auch hier so ein... So eine Zentraleinheit. Könnte man auch mal so platzieren zwischendurch, ne? Und so ein paar Pilzbäumchen hier oder was das sein soll. Erstmal, ne? 5000 haben wir. Das ist krass. Oh, wir machen mal hier für den Park. Schnell mal, 2 Wochen. Verkehrswert 173. Da sind wir auch schon um 13 gestiegen im Zug vom letzten Mal. Das ist gut. Oh, hier ist gut besucht. Oha, da ist auch gut vollgekotzt. Komm, 2 können wir auf jeden Fall einstellen. Finanziell sieht es ja gut aus. Das wird uns jetzt hier nicht kaputt machen. Oh, hier auch. Voll bis hinten hin fast. Naja, halb voll. Hier ist jetzt auch gut besucht. Hier eher nicht so. Ist ja kostenlos, kann ich ja nichts ändern mehr. Und da kommt bestimmt auch noch mehr. Hier ist voll. Hier ist voll. Sehr schön. So, was gibt es als nächstes? Ein hochgeschossener Freefall. Den warten wir nochmal ab. Wann? Am 15. Den warten wir noch ab und dann gehe ich in die Aufnahmepause. Den will ich noch schneiden auf jeden Fall.
und was essen. Meine Lasagne. Vegetarisch. Sau lecker. Also wirklich, wenn jemand nicht so der Vegetarier ist oder gar nicht Vegetarier ist, probiert ruhig mal die vegetarische Lasagne von, ich sag's jetzt halt einfach, von Green Cuisine. Die ist tatsächlich nicht günstig, aber die schmeckt sau gut. Also ich finde die echt sau gut. Besser als, sag ich mal, die günstige Lasagne im halben Kilo-Packung, ne? Da finde ich die hier schon geiler. Und die günstige ist halt normal. Das ist halt die normale Lasagne mit Fleisch. Und die schmeckt mir nicht so gut wie die ohne Fleisch. Beziehungsweise die mit künstlichem Fleisch oder mit nachgemachtem Fleisch. Viele sagen ja auch, das ist kein Fleisch, denn sagt man dazu auch nicht Fleisch. Ja, stell dich an. So. Ach, das ist der Mülleimer. Tatsächlich. Warum werden die hier nicht aufgelistet? Warum werden die denn immer nur in ihrer eigenen Kategorie aufgezählt? Wo denn? Hallo? Hä? Wo sind denn diese komischen Dings? Da bin ich auch nicht so blöd wieder. Die tatsächlich nicht zu finden. Ah, den bauen wir auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz klar. Aber dahin? Steht ja genau im Sichtfeld. Wo ist denn hier? Den können wir den gleich dran knipsen hier, ne? So. Das können wir auch so rot lassen, das ist nicht schlimm. Ein bisschen Deko. Könnte man eigentlich hier so... so drum bauen, ne? Na, da kriege ich den bestimmt nicht hingebaut. Schade. Oder müssen wir... Moment. So. Nee, so. Hier noch weg. So. Ach, guck mal. Und die sagt immer, ich kann nichts. Werbekampagne für den Park. Gleich wieder starten. Oder für eine bestimmte Bahn, da machen wir mal den hier wieder. Oh, finde ich gar nicht so hässlich, muss ich sagen. So, jetzt können wir da noch ein bisschen bisschen hier sowas drumherum bauen. Nur so klein erstmal. Und so welche hier unten hin. Und so eine Pilze hier wieder hin. Auch wenn man es hier hinten natürlich nicht sieht. Aber es ist egal. Es gibt wieder eine Parkwertung. Die Parkwertung geht wieder nach oben. Kann man die auch auf Schrägen bauen? Ja, perfekt. So.
So, dann gibt es hier wieder die Pilzchen. Die gehen da nicht mehr hin. Der kommt hier noch. Ja doch, also mir gefällt's. Das hier finde ich ganz geil eigentlich jetzt. Muss ich sagen. Gibt's hier noch so einen, kleineren davon gibt's nicht mehr, ne? Aber hier so ein... warte mal. Kann man machen. Auf der Seite langt's. Dann machen wir es auf der Seite auch noch. Man könnte theoretisch gehen auch noch einen draufsetzen. Aber nö. Ja, hat man so zwei Werbetafeln, kann man sagen, ne? Okay. So, jetzt nehmen wir uns hier nochmal unseren Schlaumprofessor. Hier stellen wir nochmal zwei ein, das ist ein bisschen mau. Und hier auch zwei ruhig. So, jetzt nehmen wir uns den und schauen nochmal durch den Park durch. Machen ein bisschen sauber, gucken uns nochmal alles an. Oh, sieht gut aus hier. Wie lange stehen sie hier? 58 Personen stehen an. Wir gucken jetzt nochmal Wartezeit. 19 Minuten, ist länger geworden. Was? Gut, die ist jetzt bestimmt noch voll, die Schlange. Vorher war sie ja nicht ganz voll. So, da war ein bisschen Koeze. Oh, hier ist jetzt wirklich auch fast voll. Wie viel stehen denn hier so an? Wenn zwei Personen auf Fahrt sind, ist das kein gutes Zeichen. Wieso ist denn da so wenig los? Achso, wir müssen den Eingang mal ändern. Zu Weltraum. Vielleicht machen wir es auch so. Nee. Rot. So, setzen wir den da vorne hin. Und den hier hin. Ist, glaube ich, besser. Geht doch einmal komplett rum, der Eingang, ne? Das ist Escape, okay. Lim-Achterbahn? Okay, da schauen wir nochmal. Abschluss des Designs, okay. Achso, für die Bahn läuft. Okay, machen wir für den Park nochmal zwei Wochen. Sehr gut besucht. Auch sehr gut besucht. Ja. Geht so. Wann ist denn das jetzt? Am 14. August. Na, haben wir jetzt. Oh, fast 800 Besucher im Park. Geht relativ zügig am Anfang, ne? Lim-Achterbahn. Wo ist sie denn? Das ist die hier. Okay. Ich glaube... Ja, ja, genau. Genau, er wird abgeschossen, geht da hoch und fällt wieder zurück. Okay, gut. Geht natürlich auch, kann man machen. Die ist auch nicht schlecht. Von der Größe her auch okay, glaube ich. Der Eingang ist halt sehr hoch, ne? Na, mal schauen. Hier müssen wir sowieso jetzt irgendwie eine Kurve. Hier kriegen wir noch eine Bahn hin irgendwo, hier so. Und dann müssten wir hier so die Kurve ziehen, dass wir hier rumkommen und dann hier unten durchgehen und hier weitergehen. Und da kannst du mal auch schön über Wasser bauen hier, ne? So, meine Lieben. Ja, ich bedanke mich bei euch. Eine Aufnahme wird es auf jeden Fall, wie gesagt, noch geben für Rollercoaster 2. Da machen wir diesen Park hier fertig. Höchstwahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Ich schätze mal schon. Wie ist denn der Verkehrswert jetzt? Ja. Na gut, guck mal. Ich nehme jetzt
schon knapp 2 Stunden auf. Wenn ich nächstes Mal 2 Stunden nochmal aufnehme, dann haben wir es. Und dann gibt es eine kleine Pause. Wenn ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, also irgendwas finde ich auf jeden Fall. Ne? Und wenn es nur ein kleines Game ist, erstmal, irgendwas finde ich da schon. Ne, so. Auf der letzten Sekunde, ne? Dann finde ich da noch irgendwas. Weil das, was ich vorhabe, wird wahrscheinlich wohl nicht klappen. Das ist utopisch. Weiß ich nicht. Oder ich gucke mal. Ich weiß es nicht. Ich müsste jemanden haben, der mega guten Empfang hier bei mir hat mit dem Handy. Und ich es damit machen kann. Aber 65 GB dauern auch mit mega guten Empfang lange. Na gut, okay. Wir schauen mal. Wir sehen weiter. Wir sehen. Mal gucken, was passiert. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.